Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast. Sie ist die erfolgreichste Leichtathletin bei den Europameisterschaften in München mit einer Goldmedaille im Staffellauf und einer Silbermedaille im Alleinerennen. Ja, und Chris Breuer! In München gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, das war wirklich für mich das Highlight der Europameisterschaft. Das war wirklich, kann man das so planen? Hinten raus? Hast du die russische Läuferin sozusagen vorgelassen und dann gesagt, komm, lass sie mal ein bisschen laufen und dann nicht nur, war das Motto, nicht nur besiegen, sondern demütigen. Ja? Also es war geplant, so wie ich es gemacht habe, auch wenn man es kaum sich vorstellen kann. Ich dachte, sie ist ja schön dumm, sie greift mich in der Kurve an, also hat sie einen längeren Weg, da habe ich ein bisschen gegengehalten. Ja. Okay, man weiß es nicht, ob es hinten reicht. Es war auch gut, sie hat innen aufgemacht, kam ich natürlich wieder innen durch und das war super. Ich möchte aber noch eins sagen, also ja, ich bin die Staffel nicht alleine gelaufen. Meine anderen ich habe gedacht, die Staffel ist alleine gelaufen. Das nein, ist ja also ja, meine anderen drei Kolleginnen. Ja, ja, natürlich. Haben einen super Job gemacht. Ja. Kleiner Applaus für die anderen drei Kollegen von selbstverständlich. Natürlich. Das ist ja dann zum Schluss. Aber du hättest auch die ganze Zeit in Führung laufen können. Das ist immer schwer. Oder wäre es dann schwieriger also geworden? Man kann sich das schwer vorstellen. Ich habe den Stab gekriegt als Erster und dachte, oh Scheiße. Weil es ist einfach schwerer von vorne. Der, der hinten dran läuft, der hat es immer ein bisschen leichter. Der ja, hängt sich rein und es ist einfach einfacher zu laufen. Ja. Und deshalb habe ich das dann so, die Taktik gewählt, nicht zu schnell und dann habe ich sie vorgelassen. Ist es eigentlich auch immer noch ein Problem, diesen Stab zu fassen? Man sieht das ja häufiger, dass viele diesen Stab nicht zu packen bekommen. Ja, bei 4x400 Meter ist es einfach, weil das Tempo ist natürlich nicht mehr so schnell. Ist klar, ja, wenn man hinten ist, ist man ziemlich platt. Aber bei 4x100 ist es ein ganz großes Problem. Aber ist 400 Meter nicht im Prinzip ein durchgezogener Sprint? Läuft man nicht die ganze Zeit volle Pulle? Wir können das ja mal zusammen versuchen. Also eine Runde voll zu laufen, du kannst dich gerne mal hinstellen. Ich habe gehört, das ist der Hammer. Das also ist das ist Härteste in der Leichtathletik, sind die 400 Meter oder sind die 800 noch schlimmer? Also ich finde 400 schlimmer, aber ich bin auch die 800. Das heißt, man muss diese, ja, man muss eben diese, man kann irgendwie nicht wie beim 1000 Meter Lauf oder so, man kann nicht ein bisschen taktieren. Es ist keine Taktik, es ist ja, einfach so, dass man kann jeder mal versuchen, von den Zuschauern auch, ja, sich ins Stadion stellen, eine Runde so schnell man kann loslaufen und dann mal sehen, wie weit man kommt. Ja, was für eine Zeit läufst du da ungefähr? Du hast ja im Einzel die Silbermedaille geholt, was ja, war das für eine Zeit? Das war 50 Sekunden ungefähr. 50 Sekunden auf 400 Meter, das sind ja, das ist schnell. Eieiei, das ist ja echt schnell. was läufst du auf 1000? Oh, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich prahle hier gerne mal mit meiner 1000er-Zeit von den Bundesjugendspielen 1983. 2,56 und? Das ist nicht schlecht, nee, oder? Das ist gut. Das ist gut, ne? Also, ja. 1000, bitte hier. Noch mehr herzlichen Glückwunsch. Bisschen mehr Respekt. Aber, danke. Ja. Na gut, ja. Nach Profimaßstäben würde man da wahrscheinlich sagen. Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja. Aber die 400 Meter, die Einzel 400 Meter, waren das die gleichen Gegnerinnen, auch die in der Staffel dann gelaufen ja, genau, sind zum Schluss? Ja, genau. Das war eigentlich die, die mich da... Die Russin? Ja, genau. Die hat dich im Einzel besiegt? Ja. Wie geht das denn? Aber die ist doch da deutlich von dir geschlagen worden. So viel Vorsprung war das auch nicht, oder? Nee, das war im Einzelrennen auch relativ knapp. Aber es ist auch manchmal die Tagesform ein bisschen abhängig. Und sie war im Einzelrennen auch hinter mir. Also sie hat sich da vielleicht mich so ein bisschen vorgelegt. Ja. Und das war ein bisschen schade für mich. Aber ich war lange verletzt und deshalb war es für mich sensationell, dass ich da überhaupt teilnehme und dass ich da so gut abschneide. Du bist ja schon sehr lange dabei, oder? Ich bin schon 30, ja. Ja, ach schlimm. Ich bin schon sehr lange dabei. Das ist ja furchtbar. Ja. 30 Jahre schon? Ja. Ja. Im Sport ist das schon ziemlich viel, aber ich möchte noch so... Also 4 Jahre mache ich bestimmt noch. Bis Athen. Athen 2004. Glaubst du, die Griechen schaffen das, die Stadien fertig zu bauen bis dann? Ja, es wird schwierig, aber ja, also ich hoffe mal. Ich habe einen Freund in Athen, ja, ja, der sagte mir, sie würden sich zwar anstrengen, ja, ja,
auch mit der Infrastruktur und dem Straßenbau die Stadien zu verbinden. Aber der Grieche würde es würde dem Griechen nicht so direkt einleuchten, dass es sinnvoll ist, wenn das Stadion auch mal ein halbes Jahr vorher fertig ist. Der sagt, das reicht auch, wenn das zwei Tage vorher fertig wird, das Stadion. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und es könnte auch sein, dass mal ein Maurice Green oder eine Grit Breuer von irgendeinem Passanten auf so einem Motorroller zum Endlauf gefahren wird. Ja, damit man das hinkriegt. Was trainiert man als Sprinterin? Das ist ja noch Sprint, ne? Das ist ja nicht Mittelstrecke, oder? Das ist Sprint. Man trainiert dann natürlich die Schnellkraft, die Beine, ja. Aber du siehst da obenrum auch ganz muskulös aus. Ja, also ich trainiere schon meinen ganzen Körper. Man läuft ja auch mit den Armen, also man macht ja auch die Bewegung. Man läuft auch mit den Armen, genau. Das wusste ich also gar sollte nicht. Man eigentlich. Und deshalb trainiere ich das mit, weil ich finde es auch ziemlich unschön, so eine Oberschenkel zu haben und dann solche Arme. Also ja, das sieht natürlich aus. Auch scheiße ja. aus. Ja. Guck Elton zum Beispiel. Ja, genau. Und ihr habt ja auch unfassbare hier Brustmuskulatur. Brust ist da, ja. Brust, also ja, meine Brust ist eigentlich höher. Ich wollte jetzt charmant sein. Bauchmuskulatur. Ach so, okay, ja. Also na klar, die. Ja, bei mir war die Brust mal da. Ich bin mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ja, ich habe schon gesehen, du hast abgenommen. Ich habe ein bisschen abgenommen, ja. Ja, ich habe mich schon gesehen. Also gestern haben mir schon Sorgen gemacht. Hast du schon Sorgen gemacht? Sehr gut. Ich dachte, bist du irgendwie krank oder so? Nee, alles okay. Einfach nur weniger gegessen. Ach so, okay. Ich wollte nicht mit Elton verwechselt werden. Das war das Problem. So, wollen wir mal eine Übung machen? Was macht ihr für die Brust, für die Bauchmuskulatur? Ja, wir machen. Bitte was? Die Übung machen wir nach der Werbung, höre ich gerade. Ja, nach der Werbung machen wir ein kleines bisschen Sprint-Bauchmuskeltraining. Und nach der Werbung natürlich auch unseren Erstwähler-Check. Das dürfen Sie nicht verpassen. Das grenzt an eine kleine Sensation. Also bleiben Sie dran bis nach der Werbung. Bis gleich mit Grit Breuer. Ja, da sind wir wieder. Ja, falls Sie sich jetzt zu Hause wundern, warum das Bild andersrum ist bei Ihnen. Ja, heute ist Weltlinkshändertag. Wir senden heute auf links sozusagen. Ja? So, Grit Breuer, wir machen jetzt ein bisschen Bauchmuskeltraining. Ja, genau. Für Sixpack hier. Aber die Saison geht ja noch weiter. Ne? Jetzt geht es ja erst richtig los. Jetzt kommen diese ganzen Sportfeste. Wie heißt das? Golden League. Ja, es geht jetzt nach Zürich, nach Brüssel, nach Berlin. Ja. Das ist sozusagen die Cash-Cow für die Leichtathleten. Da kann richtig Geld verdient werden, wenn so. Da stehen doch immer riesige Summen zur Verfügung, wenn ein Weltrekord gelaufen wird oder Autos. Da musst du aber auch richtig gut drauf sein. Ne? Also, du kriegst Kohle, wenn du gut läufst, aber ansonsten ist da auch nicht viel. Also, du musst auch nach Leistung wirst du bezahlt. Und mit Fußball oder Tennis kannst du es natürlich auch nicht vergleichen. Also ist schon harte Arbeit. Beim 400, du machst nur 400, oder? Ja, genau. Keine 200 oder sowas? Ab und zu mal 200, ja. Das ginge auch noch. Ja, genau. Bei 400 gibt es keine Hasen. Die finde ich immer am lustigsten. Ja. Die Hasen, die bei diesen 1000 oder wann laufen die 5000? Ab 800. Ab 800 Meter, so Hasen, die das Tempo machen. Ja. Sind natürlich keine Hasen, sehen auch nicht so aus, die nennt man halt so. Ja? Die werden dafür bezahlt, dass sie ein bisschen Tempo machen und dann laufen die anderen hinterher und dann laufen die ein bisschen schneller und dann kriegt man vielleicht einen Weltrekord. So, Leute, so jetzt Bauchmuskeltraining. So da bin ich gespannt. Wie viel Stunden am Tag muss man trainieren, um in der Weltspitze mithalten zu können? Also teilweise bis zu 6 Stunden am Tag. Und es gibt auch Tage, wo man dann halt nur eine Stunde mal trainiert. So, da haben wir mal hier eine Reckstange. Jetzt kommt das. Wir machen jetzt mal eine Ganzkörperübung. Also wir hängen uns jetzt hier ran und machen eine richtig schöne Bauchmuskelübung. Und zwar hängst du dich ran. Ja, und dann? Und machst so. Langsam wieder runter. Ja. Ja, das ist ja... Das ist gut. Meinst du, kannst du das? Ach, der Himmel. Okay, es reicht erstmal, ne? Also ich mache so 30 Stück davon, du kannst ja mal anfangen. Warte. 30 Stück? Wie? Ohne das Ding jetzt? Ja. Weil ich bist ja ein bisschen größer. So. Wie war das jetzt? Finger weg. So, und jetzt? Was? Und die Füße ran. Ja. Da bist oben mit der. Komm schön. Komm. Oh Mann, dann könntest du das. Das ist ja unfassbar. Schwerer als man denkt. Komm. Ah! Das geht nicht schön. Sieht scheiße aus. Das sieht aber einfacher aus, als es dann. Deshalb habe ich mir es ja auch ausgedacht für dich. Ja, was heißt hier lachen? Komm her. Was? Lach nicht. Jetzt komm her und mach hier. Wolfgang. Komm, das ist nicht so schwer. Ja. Oh, dein Kabel. Ja, ich halte das Kabel fest. Ja, super. So. Ein leichtes. Und los geht's.
Nee, hoch. Ich musste die Füße bis an die Stange. Die Füße bis an die Stange, hast du nicht verstanden? Stange, da. Ja. So. So, setzen. So. Das war echt schwer. Man meint es ja einfacher. Ich kenne noch auf der Schule diesen Feldaufschwung, kenne ich noch. Oh Gott. Na, mach mal. Kann ich aber nicht mehr. Nee, ich auch nicht, wahrscheinlich. So, und was kommt dann? Ja, weiß ich nicht. Ja, das war schon die wichtige Übung. Das machst du wie oft? 30 Mal und dann 6 Stunden am Tag. Naja, sicher. Also einmal reicht, wenn du es schaffst, ja. Ich probier's noch. Du kannst ja auch, kannst natürlich an so einem Ding auch Klimmzüge machen, ist auch kein Problem. Mach mal einen. Ja, einen Klimmzug? Na, komm. Mach mal die Hände da so rum. Ja, ist okay. Kannst auch andersrum, ist egal. Ja. Okay. Wie viel machst du davon? Ja, so 50 Stück. Das ist nicht meine Höhe, aber... Ja. Wie viel? Na, 15 schaffe ich schon. Also 50? Ich kann mich schon ein bisschen. 20? 20? Ja, 20 schaffe ich. Ja, okay, 2. Muss ich das jetzt machen? Nein, das mache ich jetzt nicht. Aber du kannst es natürlich auch andersrum machen. Ja. Indem du die Hände so nimmst. Das ist natürlich nicht mehr ganz meine Höhe jetzt, aber ist auch nicht so schwer. Das ist echt schon. Wozu brauche ich das in den Armen? Weil ich mit den Armen... Guck mal, du läufst mit den Armen, oder? Und umso besser die Armbewegung ist, umso länger ist dein Schritt. Ja. Und umso besser ist es. Aha. Aber ich bin generell so ein Typ auch, der schnell auf sowas anschlägt und der da eigentlich das schnell trainieren kann. Was muss man da auch Spezielles essen? Irgendwie Bananen oder Äpfel oder sowas? Nee, also ich esse sehr viel Reis, muss ich sagen, sehr viel Hühnchen und halt gesund ernähren. Hast du jetzt auch gemacht die letzten Wochen, deshalb bist du ja auch fit geworden. Das ist sehr gut. Leider keine Zeit mehr für den Erstwähler-Check. Das zeigen wir Ihnen dann morgen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Tschüss, Grit Breuer. Vielen Dank.